So Freunde, für euch gibt's heute die Top 5 Fähigkeiten, die ihr braucht, um das Jurastudium erfolgreich zu bestehen. Viel Spaß! Ja, die erste wichtige Fähigkeit ist, ihr müsst auf den Prozess vertrauen. Das geht in die Richtung Geduld haben, aber es geht noch darüber hinaus. Bei Jura ist das so, ihr könnt nicht auf das Ziel Staatsexamen schauen, weil das Ziel ist viel zu weit weg. Ihr könnt nicht sagen, ah, ich lerne jetzt mal auf das Examen, sondern ihr müsst einfach sagen, hey, ich vertraue auf den Prozess, dass ich einfach jeden Tag lerne und irgendwann nach ein, zwei Jahren habe ich nebenbei das Ergebnis, dass ich das Examen bestehe. Genauso wie wenn ihr sagt, hey, ich vertraue einfach auf den Prozess, ich gehe jeden Tag ins Fitnessstudio, das ist einfach eine Angewohnheit und irgendwann nach ein, zwei Jahren bin ich dann als Nebenprodukt quasi durchtrainiert. Fähigkeit Nummer 2. Ihr müsst ambitioniert sein. Ohne den Willen zu gewinnen, werdet ihr irgendwann wieder aufhören. Ich hatte diese Leute reihenweise im Studium, die haben dann einfach vorm Rap oder während des Raps irgendwann einfach aufgehört. Ohne den Willen zu gewinnen, ohne dass ihr ambitioniert seid, da werdet ihr diese Scheiße einfach nicht durchmachen. Wenn ihr jetzt so ein entspannter Typ seid und sagt, ja, ich will eigentlich nur kiffen oder mir ist das alles nicht so wichtig und bla bla bla, mir ist auch egal, ob ich es zu was bringe irgendwie, dann ist das Jurastudium einfach falsch für euch, weil ihr müsst Ambition haben, sonst werdet ihr euch den ganzen Scheiß nicht antun. Ja, Fähigkeit Nummer 3, ihr braucht zumindest eine mittelhohe Disziplin. Warum sage ich nur eine mittelhohe? Ihr müsst nicht super diszipliniert sein, denn das könnt ihr auch ja durch Cleverness ein bisschen ausgleichen, beziehungsweise durch einen cleveren Ansatz. Ich war zum Beispiel auch nicht der aller disziplinierteste, aber ich habe mir einfach Stück für Stück gute Angewohnheiten angewöhnt. Ich habe es mir angewohnt, jeden Vormittag irgendwie Fälle zu gliedern. Und dann einen Monat später habe ich es mir angewohnt, nachmittags immer noch die Definition zu lernen und so Stück für Stück. Ihr braucht eine gewisse Disziplin und wenn ihr nicht so diszipliniert seid, dann geht's clever an. Dann gewöhnt euch nach und nach die richtigen Dinge an, weil wenn es eine Angewohnheit ist, ja, dann ist es auch, ist es nicht mehr so anstrengend, dann ist es leichter umzusetzen. Gutes Buch dazu ist das Buch Atomic Habits. Ich verlinke euch das hier unten mal, dann könnt ihr es euch da bei Amazon oder Audible holen. Ja, die vierte Fähigkeit, die ihr braucht, ist eine gewisse analytische Intelligenz. Zum Beispiel, wenn euch in der Schulzeit Mathematik sehr leicht gefallen ist, dann werdet ihr in Jura auch Vorteile haben, dann wird Jura auch leichter für euch sein. Aber Talent ist nicht so wichtig wie Fleiß, Wille und Input. Das Hauptding bei Jura ist immer noch das Lernvolumen. Das heißt, auch wenn ihr keine gute analytische Intelligenz habt, könnt ihr die Leute mit einer guten überrunden, überholen, indem ihr einfach mehr lernt. Ja, die fünfte wichtige Fähigkeit. Ihr müsst eine gewisse Freude daran haben, Scheiße zu fressen. Und zwar, was meine ich damit? Ihr müsst einen Schritt zurückgehen und müsst sagen, okay, ich verstehe, harte Zeiten sind gut für mich, weil harte Zeiten formen meinen Charakter. Das müsst ihr verstehen. Wenn ihr jemand seid, der immer nur das Süße vom Leben haben will und der harte Zeiten nicht zu schätzen weiß, dann werdet ihr es auch nicht durchziehen. Ihr müsst einfach sagen, okay, ich mach mal einen Schritt zurück, ich beobachte mich aus der Vogelperspektive und schwierige Sachen sind irgendwie cool, weil daran kann ich wachsen. Das müsst ihr verstehen. Das ist die fünfte wichtige Fähigkeit. Yes, Freunde, schreibt mir mal in die Kommentare, wie schätzt ihr euch so ein? Welche Fähigkeiten bringt ihr mit? Welche Fähigkeiten bringt ihr nicht mit? Und abonniert den Kanal und liked das Video. Bis bald.